Fressen, schlafen, faulenzen. So sieht ein normaler Tag von Iggy im Nordhorner Zoo aus. Das war aber nicht immer so. Das Faultierbaby wurde von seiner Mutter zu schlecht versorgt und wäre fast verhungert. Nun zieht Tierpflegerin Heike Weber den kleinen Iggy zusammen mit ihren Kollegen mit der Flasche auf. Die Situation war schon sehr dramatisch mit einem Monat, weil gerade die ersten Monate sind natürlich extrem wichtig im Leben von den kleinen Tieren. Es war ein kleines Sorgenkind, weil er war nicht einfach, er wollte nicht so richtig fressen, ein bisschen mäklich. Mit der Flasche hat das Sorgenbaby am Anfang noch seine Probleme. Zusätzlich kämpft Iggy noch gegen einige Krankheiten. Doch sein Lieblingspony hilft ihm durch die schwere Zeit. Das Kuscheltier ist tatsächlich ein bisschen der Mutterersatz. Also Faultiere, muss man sich vorstellen, liegen bei ihrer Mutter so auf dem Bauch. Die Mutter hängt da mit Arm und Beinen am Ast, klammert sich fest und das junge Faultier hängt also so rum auf dem Bauch. Aber nicht nur mit seinem Pony kuschelt Iggy gerne. Auch von Pflegerin Heike lässt sich das kleine Faultier gerne kraulen. Bei den Streicheleinheiten gibt es für Iggy auch immer etwas zu fressen. Heute steht Gemüse auf dem Speiseplan. Zucchini mag er besonders gerne. Nach dem Essen geht es für die beiden weiter zum Wiegen. Ersatzmama Heike muss hierbei darauf achten, dass Iggy genug frisst und sich gut entwickelt. Ja, der Iggy ist heute gewogen worden und er hat jetzt heute 1703 Gramm. Also jetzt ist natürlich total schön zu sehen, dass er sich prächtig entwickelt hat. Zwischendurch hatte er noch mal eine Pilzinfektion und da haben wir echt sehr gebangt, ob er das wohl schafft. Aber jetzt sind wir echt froh, dass er sich so gut gemacht hat. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass er wieder zu den anderen Faultieren kann und dass er die kennenlernt und dann da auch gut klarkommt mit denen. Dann kann er endlich ein ganz normales Faultier sein, das bei seiner Familie lebt.